Hallo, einen guten schönen, einen schönen guten Abend. Ich grüße euch. Hallo. Hallo Nudel. Es ist auch schön, dass du reinschaust. Aber das ist blöd mit dem Update. Ja, es ist heute, glaube ich, das Fortnite-Update.
Das Star Wars Update ist reingekommen, glaube ich. Das Geburtstagsevent ist heute zu Ende gegangen und wie heißt das Star Wars Update ist reingekommen. So, jetzt hat. So, dann gehen wir auch mal ins Live-Bild. So, und heute fangen wir ein Spiel an. Assassin's Creed Valhalla. Ich habe schon mal damit angefangen, vor sehr langer Zeit. Und ich wollte doch mit dir das zusammen anfangen. Okay, ja, wie gesagt, schauen wir später mal rein, vielleicht. Wie gesagt, ich gucke, dass ich hier 2,5 Stunden irgendwie durchkriege und dann würde ich dann noch online kommen, auf jeden Fall für eine Stunde. Und da das ja so ein Hybridspiel ist quasi, also zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 Zeit, gab es ja auch die Möglichkeit, sich hier ein PlayStation 5 Upgrade kostenlos zu holen. Und ich habe mir gedacht, okay, für das PlayStation 5 Upgrade gebe ich dem ganzen Spiel nochmal eine Chance und werde es nochmal versuchen zu spielen, auch wenn ich es damals nicht wirklich ganz durchgespielt habe, beziehungsweise nur die ersten, ja, okay, das Tutorial-Gebiet und die ersten zwei Gebiete in England. Ich würde mal sagen, wir starten das Ganze. Und dann schauen wir mal rein. Ob das ganze Spiel mittlerweile besser geworden ist oder ob es immer noch nichts taugt, irgendwem. Also mir taugte es damals nicht. Ich fand es damals ziemlich komisch. Also man macht die ersten beiden Gebiete in England. Für die ist eine Stärke von 34 oder so um die 30 vorgesehen. Und dann wirst du nach London geschickt und dort sollst du dann plötzlich Level 90 sein, was ich irgendwie problematisch fand, weil ich da nicht mehr weiterkam. Und dann hätte ich ziemlich viel grinden müssen, glaube ich, derzeit, weil es keine Quest und nichts gab. Und da ja sowieso bald Assassin's Creed Mirage rauskommt und die Hauptfigur von Assassin's Creed Mirage spielt ja hier in diesem Teil auch noch mit. Gut, dass ich das spiele, ja. Es gibt auf jeden Fall bessere Assassin's Creed-Teile. Ich habe ja auch schon einige Assassin's Creed-Teile, habe ich, besitze ich auch tatsächlich. Die ersten drei Teile für die PlayStation 3 besitze ich zum Beispiel, wovon ich aber den zweiten bisher nur gespielt habe. Und das habe ich eigentlich auch nur privat gespielt. Es werden momentan Add-ons gesucht, die ich nicht besitze. Daher weiß ich nicht, was das hier so lange suchen muss. Es sucht immer noch. Bitte was? Monster Hunter World Pack? Was? Die Kreaturen aus Monster Hunter World sind an Englerlands Küsten angekommen. Rüste dich mit symbolträchtigen Gegenständen aus, um auf deine nächste. Was hat denn Monster Hunter in Assassin's Creed verloren? Was soll denn das? Verhaltenskodex, so spielen wir. Als Teil der Spieler-Community von Ubisoft verpflichte ich mich, freundlich, respektvoll und fair zu spielen. Da muss ich doch glatt mal gucken. Sehe ich jetzt auch das erste Mal. Das sehe ich jetzt auch das erste Mal. Verhaltenskodex, wie wir spielen. Bei uns bei Ubisoft ist sehr wichtig, eine inklusive Gaming-Umgebung zu schaffen, in der alle Menschen überall in unserer weltweiten Community Spaß haben und sich dabei sicher und respektiert fühlen.
Wir schätzen jedes einzelne Mitglied unserer Community und sind dankbar für eure Leidenschaft für unsere Spiele. Was wären wir schließlich ohne euch? Wir vertrauen darauf, dass ihr euch selbst und miteinander... Oh Gott, Leute, leckt mal. Hallo, David! Hallo, David! Ich hoffe, dir geht's gut. Besuche den Shop und erweitere deine Spielerfahrung. Schauen wir uns mal den Shop an. Da wird hauptsächlich sehr viel überteuertes Zeug verkauft. Der düstere Satz, das sieht so ein bisschen aus wie Sauron. Fortschrittliche Mechanik. Ach bitte, was soll denn das darstellen? Sieht alles scheiße aus. Und dafür soll ich Geld bezahlen? Dafür soll ich Geld bezahlen? Dafür wollen die Geld. Und zwar kein Ingame-Geld, sondern die wollen dafür richtiges Geld. Okay, ich würde mal sagen, das in Blau sieht noch relativ okay aus. Das in Rot sieht auch noch okay aus. Aber das ist jetzt nichts, mit dem ich rumlaufen würde. Ich spiele hier gerade ein Wikinger-Spiel. Da möchte ich doch nicht Oder was hat ein Shinobi in... Am besten, wir starten das Spiel. Wir starten am besten das Spiel, oder? Was? Zwielicht ist cool. Moment, da muss ich doch nochmal gucken. Was hat sie jetzt gesehen mit Zwielicht? Wo war Zwielicht? Ich glaube, hier bin ich falsch. Zwielicht, wo war das? Ja, sag ich ja, das naja, okay, ein bisschen... Naja. Also da würde ich das hier doch eher... Also wenn ich zwischen den zwei wählen müsste, würde ich das hier nehmen. Aber ich... Was haben Shinobis denn bitte? Wir spielen ja... Es sind immer noch Wikinger, ja? Okay, das würde ich mir so... Okay, das sieht sogar noch richtig cool aus. Das ist so ein bisschen angelehnt an die römischen Legionen. Das sieht sogar relativ cool aus. Vor allem auch den Helm und so, den er anhat. Das ist so ein richtiger Legionärshelm. Und das sieht halt aus wie ein... Oh, ich weiß gar nicht. Das waren die Typen mit den Tröten auf jeden Fall. Ich wusste mal, wie sie heißen. Ist aber schon wieder zu lange her. Karolinger finde ich aber auch nicht schlecht. Das sieht wenigstens halbwegs korrekt aus. Ja gut, und dann das typische Ezio. Achso, das ist Ubisoft Connect. Das kriege ich sogar so. Gut, aber ich denke mal, wir wollen uns jetzt nicht lange aufhalten. Wir wollen ein neues Spiel starten. Wir wollen ein neues Spiel. Abenteurer, es gibt mehr Symbole, die dich zu deinen Belohnungen fühlen. Gelegenheiten sind weithin sichtbar. Rückmeldungen und zu Gelegenheiten auf der Weltkarte und regelmäßige Informationen auf dem Kompass. Dann würde ich sagen, spielen wir Standard. Standard, das denke ich mal, ist frei. Schwierigkeitsgrad schleichen. Ja, auch Standard würde ich sagen, oder? Also ich möchte es jetzt nicht ganz so einfach haben. Ein bisschen Herausforderung sollte schon da sein. So. Und während das Intro läuft, werde ich mir noch eine Zigarette machen. Still, ihr Kinder der Götter. Hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras. Was? Kein Gras? Und keinen Wind. Also das Rätsel ist immer noch Qualle, aber kein Gras, das geht so, ne? Bis das Feuer auf Eis traf, weitem nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das er
Älteste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet. Doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja. So. Oh, es wird gar nichts gesagt, wie man sich bewegen muss. Es wird überhaupt nichts gesagt, wie ich mich bewegen muss. Was ist denn das für ein Tutorial hier? So, so wie es aussieht, habe ich hier nichts. Die Schriftrollen kann ich auch nicht lesen. Ich bin kein sehr belesenes Kind. Ich kann also nur zur Tür raus. Eivor, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. So, und wundert euch nicht, ich spiele solche Spiele immer so, dass ich relativ langsam laufe. Im Prinzip renne ich eigentlich nur, wenn es sein muss. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Eivor. Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasch ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwas so, siehst ihm in die Augen und sagst, König Styrbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Eivor. Ich weiß, du kommst es nur mir so vor, dass das Spiel ein bisschen lang. Sonst müsste man. Komm hoch, Olaf! Bleib wach, ich glaube, das Freund. Ist bloß mein. Mein Schwert dürstet nach Blut! Nee, das war bloß mein Headphone. Bereit für den Kampf. Okay, tanzen kann ich auch. Herzliche Leute, zu haben. Party Time! Kann ich hier so ein bisschen rumhampeln. So. Oh, da liegt einer in der Ecke. Ich glaube, der hat schon ein bisschen genug. Ich glaube, du tanzt heute nirgends mehr. Die Reime für deinen König. Er ist auch dein König. Ist er, aber ich muss ihn für mein täglich. Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Oh, mach der Abflug. Met kannst du sowieso selbst saufen, das Zeug. Ich schnur dir Kopf bevor. Oh, was kann ich da machen? Spielen? Was kann ich denn da spielen? Ach so, Ball spielen. Ach, da kommt jetzt irgendein cooles Minigame. Was ist da los? Weg da, geht aus meinem Weg. Sprechen. Wenn du mit dem König sprichst, halte ihn ins Licht, damit er die feinen Details sieht. Siehst du? Ich habe seinen Namen in Runen eingraviert. Zeigst du es ihm? Du bist genau wie dein Vater, kleine Kriegerin.
Skull. Wieso Kriegerin? Ich bin doch keine Frau. Sie stimmt zu. Ich hoffe, ich kann das noch ändern. Ich bin doch keine Frau. Da komme ich nicht durch, so wie es aussieht. Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Ach so, am Anfang bist du immer eine Frau. Waren sie zu faul, das zu animieren oder was? Oder sich die Arbeit zu machen, zwei Szenarien in diesem Kindheitsgedöns zu machen? Überbring das Geschenk. Ich meine, jetzt bin ich eine Frau und später kann ich es drin ändern, dass ich ein Mann bin. Seltsam. Ivo, warte. Skull! Aus Styrbjörn! Den wahren König von Rügjafylki! Heute Nacht werden wir alle neu geboren! Skull! Mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Bet uns Stärke bringt. Helmut und Ehre. Ein Krieger fällt bei Kyria. Ein Krieger fällt bei Kyria. Nach Valhall wird der Held gemacht. Nach Valhall wird der Held gemacht. Das Horn für die große Jetzt noch nicht. Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Ah, Yggdrasil, der Weltenbaum. Was ist jetzt mein Ziel? Keine Überfälle mehr. Oh, sogar der Psovsky ist so stand und mitgegangen. Bitte, Odin, rette uns. Die Schlacht ruft nach mir. Kannst du kaum Hebekerle.
Na gut, warte hier. Trellhure, akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Irgendwas drücken musst, oder? Neu, anscheinend nicht. Oh, das Spiel geht kaputt. Das hasse ich eigentlich immer bei diesen Assassin's-Creed-Spielen. Immer diese Gegenwart. Ich hasse es. Ich hasse es. Auf den Tod. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Ich möchte natürlich ein Mann sein. Hallo? Ich spiele doch keine Frau. Also zumindest in Videospielen möchte ich zumindest wenigstens das gleiche Geschlecht haben, wenn ich wählen kann, wie ich selbst habe. Also ich könnte in einem Videospiel keine Frau spielen, weil wenn ich es auswählen kann. Das wäre, glaube ich, nicht so mein. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18? Verfolge ich dich in deinen Träumen? Nö, wir sind eigentlich im Tutorial. Ein Tutorial in einem Assassin's Creed-Spiel dauert ja meistens immer 2-3 Stunden. Also heute werden wir wahrscheinlich nur Tutorial spielen. Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Auch, beziehungsweise ich habe heute auch etwas Tolles bekommen. Beziehungsweise ich hatte mir noch was Tolles bestellt. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Denk mal, die Leute, wo mich auf WhatsApp haben, die haben schon gesehen und erzählt, hatte ich eigentlich auch schon. Ich habe mir jetzt die HD-Collection von Silent Hill 2 und 3 besorgt. War noch relativ günstig. Auf der PlayStation 3 zahlt man für dieselbe Version mittlerweile schon über 100 Euro. Auf der Xbox 360 habe ich etwa ein Drittel davon bezahlt. Also 28 habe ich bezahlt. Töte den Rest seines Trupps! Lass sie leiden! Ivo Wolfsmal ist nicht mehr! Dieser Name ist für die Welt. Aber das muss leider warten, bis wir jetzt mit den nächsten zwei Projekten durch sind. Das heißt, es wird sehr lange dauern, bis wir Silent Hill 2 spielen. Auf zum Schiff!
keine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Boah, der verfolgt jetzt elendig und der wird elendig zerquetscht, ey. Schön, wie heute dich lebendig! Du wirst niemals, niemals dieses... Kein Essen für dich, Süd. Meine Leute sind in Gefahr. Sei meine Augen. So. Bewegen, Kamera. Hellbür. Durch Ehre gebunden. Drücke mittlere Taste, um das Questlog zu öffnen. Okay. Finde und rette deine Besatzung. Das ist dann hier. Okay, wir sind momentan in, ich kann nicht das irgendwie rein und rauszoomen, nein, okay. Also wir sind hier in Nordwege, also beziehungsweise das heutige Norwegen. Da befinden wir uns gerade. Konzeptgrafik des Tages. Oh, vielleicht kann, da kann ich ja wieder ganz tolle Screenshots machen, wenn ich irgendwie welche finde. Empfohlene Stärke 280. Siehst du, da fängst du mich schon wieder an. Das war nämlich genau der Grund, warum ich beim ersten Mal aufgehört habe zu spielen. Diese empfohlene Stärke da, das hat mir ziemlich Probleme gemacht, als ich hier das erste Mal gespielt habe. Aber gut, wir holen uns zuerst den Wegpunkt bzw. den Aussichtspunkt und dann verfolgen wir unsere Quest. Ist in Gefahr. Ich muss zu ihnen. Odins Sicht und untersuche die Umgebung, um alle interaktiven Elemente in der Nähe zu sehen. R3 halt. Das heißt, hier kann ich dann Töpfe plündern und sowas. Ach nein, Nahrung kann ich sammeln. Besser. Boah. Ich muss das umstellen. Ich kann das nicht haben, wenn mein Charakter gleich anfängt zu rennen, wie so ein Geistesgestörter. Ich würde gerne normal gehen zuerst. Momentan haben wir den Modus für bessere Grafik drin. Aber ich hätte gerne vielleicht ein bisschen Tastatur und Maus. Kann man das tatsächlich mit Tastatur und Maus spielen? Könnte ich da eine Tastatur und Maus anschließen? So. Da muss ich ganz vorsichtig mit dem Stick drücken, dann funktioniert das auch. Tut mir leid, und ich spiele meine Rollenspiele eigentlich immer so. Ich laufe sehr gerne sehr langsam. Also ich versuche da meistens ein immersives Spielgefühl haben, indem ich eigentlich nur renne, wenn ich unbedingt muss. Oder kann ich was plündern? Ich fühle mich besser. Stärker. Irgendwoher kenne ich die Stimme aber von Eivor. Irgendwoher kenne ich die. Keine
kann ich hier machen? Multibären sammeln. Okay. Und die bringen mir was? Ist jetzt gerade nicht sonderlich ersichtlich, ne? Das hebe ich für später auf. Ach so, Mahlzeit auf Vorrat. Ah, okay. Und jetzt kann ich das nicht mehr sammeln, okay. Ich meine, dann haben wir ja wieder ein sehr langes Programm die nächste Zeit. Ich meine, Assassin's Creed wird jetzt bestimmt seine 60, 70 Stunden wird das bestimmt dauern, ne? Vor allem, wenn ich dann wieder sämtliche Nebenquests noch machen möchte, dann bin ich bestimmt bei 70 bis 80 Stunden bestimmt. Und wenn ich dann noch Earthbound danach spielen möchte, dann bin ich bestimmt auch nochmal bei... Gut, Earthbound habe ich schon mal gespielt im Frühjahr. Allerdings nicht live im Stream, sondern alleine. Aber da dürfen wir bestimmt auch nochmal so 40 bis 50 Stunden vielleicht rein investieren. Wobei bei Earthbound eigentlich nur die Hauptquest machen ist. Wo ist denn jetzt der Aussichtspunkt? Da oben, ne? Das heißt, ich muss da hochklettern. Also man merkt, dass man wieder in einem Assassin's Creed ist. Man kann wieder überall senkrecht die Wände hochlaufen. So, ich will da auf jeden Fall auf den Berg hoch. Okay, was kann ich jetzt an diesen Punkten da machen? Nix? Ah, jetzt, ich muss näher ranzoomen. Okay, hier bekomme ich also Punkte, wo ich Sachen einsammeln kann. Also würde ich sagen, wir fangen dann hier an. Da haben wir irgendwo wohl noch was vergessen. Das wäre da drüben. Oh oh. Ich dachte schon, ich bin schon wieder tot. So, meine Markierung. Kann man hier irgendwie rutschen, oder? Einer von Kirtwies Männern. Ich muss vorsichtig sein. Wo? Oh. Ich sehe niemanden. Ich bin blind. Kann man sich denn hier ducken? Ah, okay. Bin gefunden. Raben rufen, okay. Ich muss sehen, was du siehst. Wo ist denn hier ein Feind? Ich sehe keinen. Hat er nicht gerade gesagt, er sieht einen von Kötwirs Männern?
scheint einer zu sein, oder? Diesen Wachen entgeht nichts. Und gleich Headshot. Ich hoffe, der steht immer auf. Okay. Mal den plündern? Nein. Was plündern. Trommel. Lichte mit einer Trommel. Heilige Kugel. Das ist die anale Liebeskugel oder was? Kann ich mir dann einführen? Beeren habe ich, glaube ich, genug, ne? So, was ist denn hier jetzt? Versteckt. Ist wahrscheinlich aber nur ein kleiner Schatz oder so, weil es nur ein kleiner Punkt gibt. Vergammelter Käse. Lesen. Kötwis Befehle, Rigulf, bereite Warens Kind für die Sklavenhändler vor. Die anderen kannst du für dein Blutopfer nehmen. Kötwi. Und da kann ich noch eine Truhe plündern. Leder und Eisenerz. Das brauche ich auf jeden Fall, um später dann wieder meine Rüstung auszubessern. Und eventuell auch mein Schiff, ne? In Assassin's Creed Odyssey. Ich spare mir jetzt das Assassin's Creed jedes Mal voraus. Ich denke mal, das muss ich nicht jedes Mal dazu sagen. Ich denke mal, man weiß, welches Spiel ich meine. So. Okay, den Schatz habe ich geplündert. Das heißt, ich könnte jetzt hier noch Schätze plündern. Frage ist, gibt es für dieses Schätzeplündern überhaupt Erfahrungspunkte? Weil das ist ja das, worauf es mir gerade ankommt, dass ich möglichst viele Erfahrungspunkte und entsprechend auch Stärke sammeln kann. Beziehungsweise, das heißt Stärke, ne? Oder wie heißt das hier nochmal? Warte. Wir gucken nochmal. Stärke, ja, 280. Empfohlene Stärke 1. Und wo sehe ich meine Stärke nochmal? Wenn eine Quest verfolgt wird, werden Informationen dazu auf der Karte, auf dem Kompass und im Questblock. Okay, Tutorials, das brauche ich eigentlich nicht. Ah, das ist mein Inventar hier. Stärke habe ich momentan 1. Also ich bin momentan noch die letzte Wurst. Ich bin der absolute Bob gerade. Aber da ist auch noch irgendwo was. Hier. Das eine scheint aber ein etwas größerer Schatz zu sein, oder? Weil die Kugel größer ist. Oh, da hätte ich was jagen können. Was ist das da für ein Lager? Was Gutes? Was siehst du, alte Freundin? Was kann ich da tun? Ist das ein feindliches Lager, oder? Ist das ein feindliches Lager? Ich will da jetzt nicht reinrennen und dann, sind das Gegner? Ich werde es gleich sehen, ne? So, gehen wir erstmal auf die erhöhte Position. Ich weiß nicht, ob das Gegner sind.
Das sieht zumindest mal nach Gegner aus, ne? Wie mache ich das am besten? Wie gehe ich am besten vor hier? Gibt auch relativ wenig Verstecke, ne? Aber sind aber auch jetzt nicht so viele Gegner. Denk mal, wenn ich das... Ja, ich gehe mal da vorne, glaube ich, auf die... ich darf mich hier nicht blicken lassen. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass ich mich hier nicht sehen darf. So. Okay. Dann benutzen wir mal die Zelte als Deckung. Gehen hier auf das Drehstuhl. Okay, das sind drei. Sollte nicht ein Problem darstellen. Ah! Ah! Jetzt markier ihn doch! Greif doch an! Benutz doch deine verfickte Axt! Was ist denn los? El Axo! Bist du dumm? Warum greift er denn nicht an? Kann ich denn keine Gegner fokussieren? So, hier müsste es irgendwo einen Schatz geben. Plündern. Was hat er? Silber. Kann ich da nicht irgendwelche Gegner fokussieren oder so? Also anvisieren meine ich. Schatztruhe hier. So, irgendwo ist da aber noch ein Schatz, ne? Ist das kalt? Ein Club gefeiert. Nicht zu... Du sollst doch hochklettern können. Alter, ich würde doch nicht ins Wasser reinhoppen, das wäre mir schon viel zu kalt. Komme ich aber nicht weiter höher. Eieiei. Die Steuerung missfällt mir gerade ein bisschen. Oder warte mal, hier gibt es glaube ich irgendwie was zum Hochklettern, oder? Nee. Wie komme ich denn da hoch? Hier auch nicht, ne? Wahrscheinlich von dahinter. Hier so. Man merkt, dass ich schon sehr lange kein Assassin's Creed mehr gespielt habe. Steuerung ist wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Für den Moment.
So, dann da. Nicht wieder mit nur. Odins Sicht kannst du Schätze in der Nähe hervorheben. Barren, Bücher des Wissens, Ausrüstung. Ja, da oben, ne? Aber da muss ich erstmal hinkommen. Ah, hier, da kann ich das runterschießen. So, und dann kann ich hier die Leiter hoch. So, und da ist die Schatztruhe. Ich habe einen Kohlebarren. Ich habe einen Barren bekommen. So. Jetzt habe ich aber hier immer noch einen Schatz. Hier. Wäre da unten. Oh, oh. Okay, wenn ich jetzt runtertauchen will. Oh, El Schatzo. El Schatzo. Ich muss schon wieder auftauchen. Kann ich hier die Truhe plündern? Wenn er mich denn Truhe plündern lässt. Leder und Eisenerz waren das wieder. Also ich denke mal, viel werden wir heute nicht machen. Also wir schauen uns jetzt erstmal den Anfang vom Spiel an und dann tue ich heute noch andere Dinge. Spätestens um 9:30 mache ich dann aber auch schon wieder Schluss für heute. Ich werde aber, denke ich mal, am Sonntag werden wir wieder einen längeren Stream machen. Vielleicht hocke ich mich dann am Sonntag mal ein bisschen früher hin. Und wir machen mal wieder ein bisschen was Längeres. Oder Samstag ist ja auch noch Zeit. Am Samstag können wir uns ja auch nochmal 8 Stunden dahin hocken oder so. Alles gar kein Problem. Kriegen wir alles hin. Nein, aber kein 24-Stunden-Screen. Zumindest vorerst mal nicht. So, jetzt haben wir hier alles geplündert. Jetzt gibt es hier nur noch bei unserem Ziel, Questziel gibt es jetzt noch was zu tun, was zu plündern. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich ein komplettes Dorf auseinandernehmen müssen. Wenn ich das jage. Wir haben Leder. Und ein bisschen Gesundheit haben wir natürlich auch wieder bekommen. Singendes Eisen. Kampfstand. Singendes Eisen.
Alter, und? Du lebst? Na ja. Hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwaldsnes auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie. Du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Naja, ich denke mal, wir wissen alle, dass wir später irgendwann noch den Kötwir ja noch töten müssen, ja. Und als ich das erste Mal gespielt habe, da habe ich diesen guten Kötwir so gut wie gar nicht bekämpfen müssen, weil er sich selbst getötet hat. So, was muss ich jetzt hier machen? Was siehst du da oben, Sönen? Ah, jetzt kommt wieder dieses Suchspiel. Ach, dieses Suchspiel, ich hasse es. Fliegen mal ein bisschen drüber. Schafft das alles noch nicht so ganz. Irgendwas soll ich hier gerade suchen, aber irgendwie finde ich es nicht. Wahrscheinlich soll ich irgendeinen Eingang finden, ne? Also irgendwas soll ich gerade finden. Ich weiß noch nicht was. Hallo, Mutterle. Wenn sie es auch mal heim geschafft. Was soll ich denn jetzt finden hier? Was ist denn jetzt mein Ziel? Bitte, danke. Das wäre sehr froh. Ich wäre sehr froh, wenn ihr mir jetzt mal sagen würdet, was ich jetzt finden soll. Beziehungsweise was mein Ziel gerade ist. So, ja, stehe jetzt hier vor der Tür. Tun sie wieder mit den Nachbarn lächeln. Ich weiß gerade nicht, was ich hier finden soll. Zwei, was ist denn jetzt zwei? Ich finde das ein bisschen komisch einfach hier. Ich find's einfach. Ich werd wahrscheinlich eh gleich drauf gehen. Kjötvis Krieger kauchen durch Öchwaldsnes wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Aber nur vielleicht. Hier sollte ich vorsichtig sein.
Ich soll wahrscheinlich da hoch, ne? Das Langhaus. Das ist, glaube ich, mein Ziel, ne? Da hat es auf jeden Fall Gras, wo ich mich drin verstecken kann. Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Da musst du rein, aber ich sage jetzt nichts mehr. Das ist sehr gemein. Das ist das Wissen der... Nee, die Sache ist einfach nur, dass irgendwelche Ziele mit diesem scheiß Vogel nicht mehr richtig markiert worden sind. Also in alle anderen, also ich denke mal so Odyssey, Origins, da sind dann Gegner mal markiert worden automatisch. Die musste man dann nicht noch einmal markieren irgendwie manuell. Sondern da ist alles automatisch gleich markiert worden. Das funktioniert hier irgendwie gar nicht mehr. Zumindest habe ich mal das Gefühl dafür. Weiter so windest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas. Das ist ein Gegner. Au! Feigling! Binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand! Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du! Leg die Axt beiseite oder stirb durch meine! Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal! Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest... wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Du gehörst Odin, ich schick dich direkt zurück. Ziel erfassen, okay, mit R3. Knie nieder, Bossmann, dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Aua! Stirb, du niederer Abschaum! Auf, nach dem Urschaum! Ja! Aua! Ausdauer wird verbraucht, wenn du ausweichst. Oder ein Angriff fehlschlägt. Die ganz verbraucht, kannst du nicht mehr ausweichen oder blocken, bis sie wieder voll aufgefüllt ist. Ausdauer füllt sich wieder auf, wenn du leichte Angriffe landest oder eine gewisse Zeit wartest. Ach, warum habe ich denn jetzt keine Heilung mehr dabei? Ich bin gleich tot, das kann ich vergessen. Ich soll da parieren, ne? Mehr.
Das habe ich jetzt aber auch gerade nur mit Ach und Krach geschafft, ne? Also das Kampfsystem ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nein, Varin. Nein, Varin! Nimm deine Axt! Tötet sie alle! Nein! Das meinte ich damit, dass das Kampfsystem in Final Fantasy 16 viel zu einfach war. Und dann kommst du jetzt wieder in so ein Spiel rein und es ist wieder verdammt schwierig, weil jetzt muss ich mich erstmal wieder hier an das Kampfsystem gewöhnen. Wobei ich bei Final Fantasy quasi nur Viereck gedrückt habe die ganze Zeit. Jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen, dass ich ein bisschen taktischer kämpfen muss. Aber das kriege ich auch noch hin. Mein Gott. Das ist jetzt nicht das Problem. Was ist mit dir? Bringt uns los! Was? Oh. Was? Ja, natürlich. So, ich muss dich erstmal befreien hier. So. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Ja, mein Verstand ist mitgenommen, das ist richtig. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Warte mal, ich habe jetzt noch Ausrüstung zum Anlegen. Es gibt 3 Hauptfelder für Waffen. Warum schaltet es weiter und lässt mich die Textfelder nicht richtig lesen? Mit bestimmten Materialien, die du in der Welt findest, kannst du deine Ausrüstung verbessern. Pfeil aufwärts wird angezeigt, wenn du genügend Materialien hast, um einen Ausrüstungsgegenstand zu verbessern. Du kannst deine Ausrüstung mehrmals verbessern, um die Grundwerte des Ausrüstungsstücks zu steigern. Verbesserung des Köchers. Wenn du deinen Köcher verbesserst, erhöhst du die Anzahl an Pfeilen, die du pro Bogentyp bei dir tragen musst. Wenn du deinen Mahlzeitenbeutel verbesserst, kannst du mehr heilende Mahlzeiten bei dir tragen. Es gibt 3 Hauptfelder für Waffen. Jede Waffe ist einzigartig und ermöglicht einen eigenen Kampfstil. Ausrufezeichen wird angezeigt, wenn ein neuer Ausrüstungsgegenstand aufgenommen wurde. Waffen, die in der Haupthand ausgerüstet werden, verursachen den Großteil deines Schadens und bestimmen deinen Kampfstil. Für einen etwas defensiveren Ansatz kannst du auch Schilde in der Haupthand ausrüsten. Du kannst Waffen und Schilde auch in der Nebenhand ausrüsten. Diese haben eine unterstützende Wirkung auf deinen Kampfstil. Beidhändig geführte Waffen belegen beide Waffenfelder. Neben deiner Nahkampfwaffe ist auch immer ein Bogen für Fernkampfangriffe ausgerüstet. Es gibt 3 Arten von Bögen, die je eigene Pfeile benötigen. Sieh dir Werteübersicht im Inventar an, um mehr Details zu deiner aktuellen Ausstattung zu erfahren. Okay, also. Ich habe hier den Rabenclan-Mantel. Okay. Dann haben wir eine Rabenclan.
Rüstung. Eine Rabenclan. Eine Warenfakt. Mit Bärattribut. Naja, stimmt, das war ja das mit diesen verschiedenen Attributen, ne? Wo jede Rüstung andere Attribute hat. Tempo wird nach jedem Treffer erhöht, maximal 10-mal stapelbar. Die hat einen Angriff von 54. Was haben wir hier? Einen Helm haben wir momentan noch nicht. Kann ich den Helm einblenden? Ich hätte den Helm schon gerne eingeblendet. Okay, aber egal. Rabenclan Armschienen. Und eine Hose. So, ja. 4 von 5 Rüstungsteilen davon habe ich. Je geringer deine Gesundheit, desto mehr erhöht sich der Wert für Rüstung. Wenn ich jetzt hier noch in der Nebenhand das Schild anlege, dann habe ich, glaube ich, doch nicht. Mir fehlt immer noch ein Teil. Okay, die habe ich jetzt mal verbessert. Waffen, die in der Nebenhand ausgerüstet sind, können unabhängig von der Haupthand verwendet werden. L1. Okay. Hallo. Da eigentlich schon wieder für den Müll. Klingt echt rot, ey. Tada! Ich bin das erste Mal gestorben. Ich merke schon, was ich da für ein scheiß Zusammenspiel, oder? Also ich spiele gerade schon Müll zusammen. Das heißt, meine ganzen spielerischen Fähigkeiten, meine ganzen Skills, die ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe, die sind jetzt durch Final Fantasy alle abgestorben. Ich bin also wie der letzte, Justus, Jonas und Peter haben gerade angerufen, sie hätten gerne ihren Bob zurück. Hoppala. Voll der Bob, Alter. Aber ein richtiger Bob. Hört hier. Muss ich jetzt atmen kann ernsthaft atmen. Jetzt? Muss ich jetzt den ganzen Scheiß wieder anlegen? Och, komm, Leute. Es kommt davon, weil man gespielt wie ein geistig Behinderter. Es tut mir leid. Kommt davon, wenn man spielt wie so ein Depp, Alter. Ernsthaft. Muss ich alles wieder anlegen.
Glaubt mir kein Mensch, wenn ich ihm das erzähle. Schwerer Schaden wird nach leichten Treffern erhöht, maximal 6-mal. Dann werde ich das hier ausrüsten. Pass mal auf und werde das gleich verbessern. Dann habe ich zwar immer noch einen Unterschied von 2 Schaden. Was ist denn Bett? Was ist denn Bett für einen Statuswert? Das eine ist Gewicht. Gewicht 12, ja? Das verstehe ich. Tempo 48. Was ist denn Krapp? Was ist Krapp? Ist das kritischer? Nee. Ich hätte ja gesagt kritische Trefferwertung, ja, aber ist meines Erachtens wird das nicht kritische Trefferwertung ausgesprochen. So. Was ist jetzt Bett und was ist Krit? Ja, Krit habe ich mir schon gedacht, dass es irgendwie was ist, aber kritische Präzision? Also kritische Trefferwahrscheinlichkeit wahrscheinlich bloß scheiße übersetzt, oder? Und was soll Bett sein? Betäubungswahrscheinlichkeit oder was? L3 Werte, warte mal. Nee, da steht kritische Chance und kritischer Schaden, ne? Ja, ich will doch gucken, was meine Werte sind. Ich muss doch wissen, was... Hier, Betäubung, hier, da. Betäubung ist das, denke ich mal, ne? 50,6, warte mal. Ja, das kommt hin. Und was ist, was hat da jetzt ein Wert von 53? Warte mal. Nebenwaffe, wo ist meine Hauptwaffe? Das sein, dass das irgendwie ein zusammengezählter Wert von dem hier ist? Egal, jetzt. Es wird schon irgendwas bedeuten. Das ist unser Schiffzeug. Das musst du uns nicht zweimal sagen. So, jetzt sollte ich mich aber nicht mehr so anstellen wie Bob. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Ich habe keine Waffe angelegt! Idiot, hab keine Waffe angelegt. So, jetzt nochmal Werte bitte. Hauptwaffe, kritischer Schaden 49,7. Also ich denke mal, dass kritische Chance bedeutet. Auch keine Ahnung, warum das so übersetzt wurde. Ich habe keine Ahnung, aber okay, ich weiß es jetzt zumindest. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Erinnerst du dich an Dragis Doppelstoß? Ich habe keine Pfeile.
bin schon wieder tot. Schon wieder tot! Alter, ich stell mich ja gerade an wie der letzte Mensch. Ich stell mich hier an wie der letzte Mensch. Es glaubt mir kein Mensch. Das darfst du keinem erzählen. Das darfst du niemandem erzählen, was ich hier gerade mache. Das darfst du niemandem erzählen. Hört her. Wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das darfst du niemals irgendjemand erzählen, was ich hier gerade für einen Müll zusammenspiele. Ehrlich. Ich spiele wie der letzte Depp gerade. Wie der allerletzte Idiot spiele ich gerade. Und jedes Mal muss ich wieder die scheiß Ausrüstung anlegen. Weil ich es nicht schaffe, den ersten Kampf zu beenden. Das darfst du niemandem erzählen. Das darfst du niemandem erzählen. Ich nehme jetzt aber mal Pfeile mit da. Uiuiuiui, das ist richtig erbärmlich, was ich gerade zusammenspiele. Richtig erbärmlich. Thor, führe meine Hand zum Ruhm. Pass auf, die Ratte kennt viele Kniffe. Boah, und eins muss ich gleich mal rausnehmen. Und jetzt habe ich schon wieder keine Waffe angelegt. Sag mal, bin ich dumm oder so? Warum darf ich jetzt keine Waffe anlegen? Was mache ich denn schon wieder? Oh mein Gott, ich bin so dumm. Und eins muss ich unbedingt noch machen. Gerade. Da merke ich gerade, dass es mir jetzt schon auf den Keks geht. Wo ist denn hier der adaptive Trigger? Wo kann ich denn den ausstellen? Den würde ich gerne rausnehmen. Der stört mich gerade. Nacktheit an. Ich würde gerne das adaptive Zielen würde ich gerne rausnehmen. Das stört mich gerade sehr. Das ist aber schlecht. Anscheinend kann ich das nicht rausnehmen. Aber das muss doch möglich sein. Stört mich ein bisschen mit diesem adaptiven Trigger. So ein Feature, das braucht kein Mensch. Yeah.
hängt doch einer. Ich glaube, der hängt schon ein bisschen länger. So. Darf ich noch den Schatz suchen? So, ich denke mal, so langsam komme ich rein in das Ganze. So, hier muss nur irgendwo ein Schatz sein. Oh. Seite versperrt, also muss man irgendwie auf anderem Weg da reinkommen, ne? Ja, hier komme ich nicht rein. Aber hier komme ich rein. Ruhe! Kohlebarren! Achso, die Tür kannst du jetzt hier nicht aufmachen, oder was? Na doch. So, und jetzt habe ich noch irgendwas hier. Nicht, dass ich noch irgendwas vergesse, da wäre auch noch was. Wäre auch noch ein Schatz hier. Aber nur ein kleiner. Papieren sollte ich mir auch wieder mitnehmen. Was? Ich würde jetzt aber gerne noch den einen Schatz suchen, den ich hier in der Stadt finden habe. Da muss noch ein Schatz sein. Irgendwie sowas. Eine Kleinigkeit zumindest. Mach mir jetzt noch Carbonara-Rahmen. Machet sie das. Haut sie rein. Gönnet sie sich. Ach, da ist eine Truhe. So, Leder und Eisenerz. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Okay, dann kann ich jetzt zum Schiff. Ein Schiff wird kommen. Es wird mir bringen einen Mann. Und dann kann ich mich beglücken an diesem Mann. Yay. Warum steht er da im Wasser? Dark, Bragi. Nehmt eure Ruder. Die Wahlstraße führt uns heimwärts. Götter, das wurde ja auch Zeit. Nicht quengeln, sondern rudern.
Segel setzen! Die Jungs hier singen gar nicht. Du bist recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Sorry, der filmische Stil, der ist total scheiße. Ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße. Meine Fassung gefiel mir besser. Also der filmische Schifffahrstil ist nicht so toll. Sie nagen an jedem feinen Fleckchen Land wie hundert Knochen. Selbst wenn du halbtot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Ja, ich bin tot. Oh Mann, ey. Bald brauche ich einen Death-Counter, ey. Ach komm, ey. Was sagt der Typ in dem Schiff gerade noch? Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Ja, Digga. Ich sag's dir so, meine ganzen Fähigkeiten sind einfach verkrüppelt. Ich bin einfach... Es ist einfach so, als würde ich gerade ohne Arm spielen oder so. Fast so, als würde ich gerade einhändig spielen. Ich meine, guck mal hier, selbst wenn man die Kamera von selbst dreht, also hier, wenn man so das so selbst so hin und her bewegt, hier so, dann kannst du das cooler machen, als wenn du das hier machst. Guck mal hier. Also ja, okay, das sieht noch relativ gut auf, aber pass auf, die ist gleich verblendet und dann... Diese Überblendungen die ganze Zeit, die sehen so schlecht aus. Meine Fassung gefiel mir besser. Die Überblendungen gefallen mir so gar nicht. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kirtwis Männer, sie nagen an jedem feinen Fleckchen Land wie hundert Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Aha, das hast du gerade eben schon mal gesagt. Na komm, ich probier's jetzt nochmal. Kirtwi wird uns jagen, rastloser und brutaler als zuvor. Egal. Überrascht dich. Aber da muss ich, glaube ich, später sowieso nochmal vorbei, ne? Wo ist denn jetzt mein Zuhause? Da. Ja, mei. Ich
schon seit 3 Generationen. Sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht. Ihr kämpft mal, ich plündere in der Zwischenzeit. Hier gerade das größte Opfer. Warte mal, Ash wird hier geplündert. Feuer wird hier gar nicht abgehauen. Da aber hockt irgendwo noch einer. Nein, ich hab keine Pfeile mehr. Hey, bleib da! Nicht fortlaufen! Ich wollte mich nur mal kurz mit dir unterhalten. Da ist Rüstung irgendwo. Da ist Rüstung. Irgendwo ist Rüstung. Her damit bitte. Oh. Ich habe Reichtum erworben. Jetzt wird mir aber ganz warm im Hemd. Reichtum erworben. 69 Angriff. 65 Betäubung. 35er Tempo. Ja, Mann. Sieht mal nicht schlecht aus. Ist aber eine Zweihandaxt, ne? Ja, das ist eine Zweihandaxt. Okay. Das macht sie schon wieder nicht so gut. Zweihandaxt finde ich jetzt nicht so toll. Aber der Goldschatz ist nicht mehr hier. Okay, den haben wir ja. Dann kann ich zu meinem Schiff gehen. Und dann können wir heimreisen. Wo ist denn mein Schiff jetzt eigentlich? Habe ich mein Schiff jetzt abgestellt? Ey, ich bin so ein verkackter Wikinger, ey. Ich bin schon 4-mal gestorben und jetzt finde ich mein Schiff nimmer. Ich glaube, ich, glaube, ich muss mich fast schon schämen dafür. Ich finde mein eigenes Schiff nimmer. Aber das ist noch ein Gegner. Glaubt ihr nicht, ich habe mein Schiff gefunden. So. Küste folgen. Hier können wir nicht. Segel hoch! Segel!
Und dann würde ich gerne zum Questziel gehen. Zum Questziel! Ehrlich, jetzt hängt mein Schiff fest. Jetzt hängt mein Schiff fest. Ach man, jetzt habe ich mein Kabel rausgerissen. Idiot. Alter. Wie kann denn sowas passieren? Mein Schiff hängt fest. Mein Schiff. Ich kann nichts machen, ne? Kann das Schiff rufen, dann lauf ein Stück weg und ruf es. Okay. Warte mal, dann gehen wir einfach mal an die andere Seite von dem. Ja, und mein Schiff kann ich doch immer nur am Hafen rufen, oder? Oder wie war das? Oh mein Gott. Horn benutzen, Fackel, Tarnen, meditieren. Langschiff rufen, geht nicht. Wahrscheinlich muss ich irgendwie in flachem Gewässer sein, ne? Okay, ich versuch's hier mal. Folgen jetzt und zum Questziel gehen. Ei, ich stelle mich also auch wie der letzte Mensch. Der Nebel, die Wellen, das gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Und wenn ich mich dann umdrehe und die hohen Fjorde und den glitzernden Schnee sehe, denke ich, bei den Göttern, die Welt ist voller Wunder. Na ja, gut, ich will ja heute sowieso noch bis zum Halbzeit machen. Schulterknochen des traurigen Ümi. Wogende See, sein Blut, sein Hirn, schwebenden Wolken, vom Allvater und den Seinen für ein standhaftes Kriegervolk gefertigt. Für all das sollten wir dankbar sein. Und wieder hast du es geschafft, Gefühle in Worte zu packen, wie niemand sonst es vermag. Versuch es einfach, Dark. Verse sind nicht schwer, wenn du deinen Gefühlen Luft machst. Ach, ich fühle meine Gefühle, wie ich es schon immer tue. Ohne Worte zwischen uns. König Styrbjörn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Hey, aber das, die Aufnahme, die darf ich niemals veröffentlichen, weil das darf ich niemand zeigen. Nur die Wahrheit. Wir griffen Kjötvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Prell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Das darfst du wirklich niemandem erzählen, dir das, diese Stelle hier. Niemand. Das ist eine Aufnahme, die muss ich wahrscheinlich vernichten, für immer. Die muss ich sofort löschen. Das darf sich niemand anschauen. Ich mach heute den Ofen das erste Mal an. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich nicht mal meine Heizung demnächst mal anmache.
Oder ich muss mal gucken, ob meine Heizung überhaupt funktioniert zum Anmachen. Aber Heizung über Nacht anzumachen ist immer scheiße, weil dann ist mir nachts zu warm. Weil nachts muss ich Fenster aufhaben. Selbst im Winter muss ich das Fenster in der Nacht aufhaben. Sieh an! Der Nährer der Raben kehrt zurück. Hallo. Und nicht mal halb tot. Ja, ich bin in der Zwischenzeit nur 5-mal gestorben. Alles gut. Hallo, und wer bist du? Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvieh. Randvieh. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre. Außer, dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht. Obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ja, und in der Zwischenzeit nur 3-mal gestorben. Na, 5-mal. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte, seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Also Grafik sieht schon richtig gut aus. Muss man schon sagen, es sieht schon relativ gut aus. Und ich hatte mir damals, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich eigentlich mal überlegt, ob ich mir nicht mal den Soundtrack auf Schallplatte hole. Damals hat er, glaube ich, um die 30 Euro gekostet. Jetzt muss ich doch gerade nochmal schauen, wie viel die Platte mittlerweile kostet. Die ist bestimmt teurer geworden. Bestimmt. Assassin's Creed Valhalla, okay, 43 Euro tatsächlich noch. Ja, einfarbig 32 Euro. Aber das eine ist, glaube ich, bloß eine einfache LP, oder? Ne, halt, das ist eine CD. Ne, halt. Ne, doch, das ist nur eine CD. Sieht aus wie eine Schallplatte, aber... Ah ja, das ist nur eine einzelne Schallplatte. Es sind 2 CDs, ja, und eine Schallplatte. Das andere sind 2 Schallplatten, okay. Einmal in Rot und einmal in Türkis. Für 43 Euro, okay. Die ist mittlerweile doch schon etwas teurer geworden. Ich glaube, damals hat sie bloß 34 gekostet. Okay, nahe Quest bitte anzeigen. Sprich mit Gunnar dem Schmied. Wo ist der? Oh, guck mal, da kann ich würfeln. Soll ich würfeln? Komm, ich würfel. Ich würfel zuerst mal. Eivor, siehst entschlossen aus. Willkommen zu Hause. Eivor, hast du uns Schätze mitgebracht? Mein Boot kam mit der... Du siehst aus, als könntest du recht gut würfeln. Ja, das sagt man manchmal. Erlök ist ein Würfelspiel, bei dem 2 Spieler Segnung bla bla bla. Ah, Erlök.
Erlück, dafür braucht man Geschick oder Glück. Wie wär's? Ja, komm, machen wir mal eine Runde. Fangen wir an. Also gut, fangen wir an. Hey, Skapfel, Winr. So. Spielregeln. Erlück ist ein Würfelspiel, bei dem zwei Spieler Göttersegnungen heraufbeschwören. Der Spieler, der die Gesundheit des Gegners zuerst auf 0 senkt, gewinnt. Jede Runde besteht aus drei Phasen. Einmal die Würfelphase. Die Spieler werfen ihre Würfel mit verschiedenen Effekten, wie zum Beispiel Angriff, Blocken oder Beschwörungsmarken, mit denen Göttersegnungen heraufbeschworen werden können. Zweitens, Göttersegnungsphase. Spieler können ihre Beschwörungsmarken den Göttern opfern, um eine Göttersegnung heraufzubeschwören. Göttersegnungen sind mächtige Effekte, die den Ausgang einer Runde oder sogar des Spiels beeinflussen können. Drittens, die Auflösungsphase. Die Würfelseiten beider Spieler werden gegeneinander ausgespielt, Schaden wird verursacht oder geblockt, Beschwörungsmarken erhalten oder gestohlen. Die Runden werden so lange weitergespielt, bis die Gesundheit eines Spielers auf 0 fällt. So, Kopf oder Zahl? Ja, dann bitte Zahl. Sag doch sowas nicht. Nur weil du es nicht verstehst, ist es nicht dumm. Okay, am Anfang einer jeden Runde würfeln dein Gegner und du abwechselnd. Du kannst bis zu 3-mal würfeln. Nach jedem Wurf kannst du entscheiden, welche Würfel du behalten oder welche du erneut werfen willst. Würfel. So, Würfelseite. Wir haben hier die Axt, die richtet 1-mal Schaden an. Wir haben hier den Pfeil, der richtet Fernkampfschaden an. Hier können wir Beschwörungsmarken stehlen. Hier können wir eine Beschwörungsmarke halten. Also wenn wir hier so diesen goldenen Rand drumherum haben. Mit dem Schild blocken wir 1-mal Fernangriff. Mit dem Helm blocken wir einen Nahkampfangriff. So. Würfel zum Behalten mit X auswählen, dann mit Viereck bestätigen. Also, wir haben hier 2-mal Beschwörungswürfel, die würde ich gerne behalten. Den würde ich gerne behalten. Und 1-mal stehlen würde ich gerne behalten. So, dann haben wir hier 1-mal stehlen und 1-mal Fernangriff. Segnungsphase. In dieser Phase kannst du eine Göttersegnung heraufbeschwören. Sie werden nach Priorität heraufbeschworen. Wenn eine Göttersegnung heraufbeschworen wird, wird die Beschwörungsmarke geopfert und der Segnungseffekt freigegeben. Die meisten Göttersegnungen werden vor der Auflösungsphase heraufbeschworen, nachdem sich beide Spieler entschieden haben. Einige, bei denen dies ausdrücklich angezeigt wird, werden jedoch nach der Auflösungsphase heraufbeschworen. Falls ein Spieler nicht über ausreichend Göttersegnungsmarken für die Opfergabe verfügt, wenn die gewählte Göttersegnung heraufbeschworen wird, wird ihr Effekt nicht freigegeben. Dies kannst du zu deinem Vorteil nutzen. Göttersegnung, kann ich das machen? Verursacht 2 Schaden. Dafür muss ich aber 4 Würfel opfern. Nee, dann überspringen wir das. Weil ich muss ein bisschen Schaden auf jeden Fall blocken. Auflösungsphase. In dieser Phase werden die Würfeleffekte der Reihe nach ausgeführt. Jede Beschwörungsmarke bringt einen Beschwörungspunkt quasi. Axt und Pfeil werden in direkten, ungeblockten Schaden umgewandelt. Der Spieler, der zuerst gewürfelt hat, greift zuerst an. Jede Hand stiehlt eine Beschwörungsmarke vom Gegner. Scheiße, 3-mal Schaden. Dafür kann ich 2-mal stehlen. Okay. Das war jetzt keine so gute Phase. Ich habe jetzt 3 Lebenspunkte verloren quasi.
Hab aber dafür einige Beschwörungsmarken stehlen können. So, er hat einmal Pfeil. Das heißt, ich brauche dann mindestens einmal Schild. Scheiße. Habe ich mich verwürfelt. Ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße. Okay, einmal Schild. Dann nochmal Schild und einmal Angriff. Okay, er hat zweimal... Ich bräuchte noch zweimal Schild und... Schauen wir mal. Okay, passt. Ich würde gerne eine Phase heraufbeschwören aus... So. So, dreimal geblockt. Einmal Schaden muss ich nehmen, das passt aber. Okay, er stiehlt mir eine Marke. Ich stehle ihm eine Marke zurück. Und opfere vier Marken, damit ich ihm zwei Schaden mache. Okay. Das sieht gar nicht so gut aus. Nahkampfblock mit zwei Beschwörungsmarken. Einmal stehlen mit Beschwörungsmarke. Okay, dann würde ich sagen, ich behalte mal die Stehlmarke mit Beschwörung. Okay, er hat dreimal Nahkampfangriff. Ich finde, du denkst viel zu viel nach. Ich habe immer drauf geguckt. Ja, das ist eben genau der Punkt, warum du dann solche Sachen scheiße findest, weil du dann, wenn es drauf ankommt, im späteren Spielverlauf, wo es ein bisschen taktischer wird, dass du dann draufkloppen willst, wo du eigentlich nicht draufkloppen sollst. So, pass auf. Ich blocke einmal Fernkampf. Einmal Nahkampf. Und greife selbst einmal an. Okay, das war jetzt überhaupt nicht gut. Ich hätte noch viermal... Das könnte ich noch machen. Okay, er kriegt zwei Schaden. Ich aber auch. Okay, und einmal stehlen. Wunderbar. Das heißt, ich habe jetzt... Ich kann ihm nochmal zwei Schaden machen. Okay, er hat zweimal Fernangriff. Das heißt, ich nehme zweimal Schild raus. Er hat nochmal zweimal Fernangriff. Das heißt, einmal blocke ich es und einmal versuche ich selbst Nahkampfschaden zu machen. Okay, ich könnte noch eine Segnung machen. Ja, mache ich auch. Problem ist, ich verliere gerade ein bisschen Leben. Gleich habe ich dich besiegt. So, jetzt muss ich volle Offensive gehen. Jetzt nehme ich sämtliche offensive Symbole raus und greife volle Dröhnung an. Einmal Beschwörungsmarke hätte ich auch. Das heißt, ich könnte eventuell auch nochmal Odin einsetzen oder was auch immer. Ne, Thor. Genau, Thor. Das sollte reichen. Boah, er geht natürlich jetzt voll auf Defensive, der Homo. Sapien.
Angriff. Weißt du, er würfelt jetzt gerade aber genau das, was er braucht. Vor. Euch haben, oder? Ja, Mann. Ich hab ihn besiegt. Gut gespielt. Die Götter haben deine Hand geleitet. Willst du noch einmal? Vorerst mal nicht. Mir reicht es fürs Erste. So, da ist jemand, mit dem ich sprechen kann. Komm, Schärfner! Hat der König jetzt Zeit für mich? Der Gesandte aus dem Norden ist noch bei ihm. Ich würde noch etwas warten. Verstanden. Ich komme wieder. Komm! Oh, da hinten ist ja auch noch dieses Wettsaufen. Das Wettsaufen habe ich auch irgendwie nie verstanden, wie das funktioniert. Hallo, Ava. Hallo. Ich glaube, das habe ich noch nie verstanden, wie das funktioniert hier. Kommt und trinkt! Lasst uns die Götter unterhalten! Na gut, Thekla, ich trink dich unter den Tisch. Hallo, Thekla, was brauchst du? Alves sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Ich muss noch ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich habe noch jemand versprochen, dass ich noch mit jemandem noch eine Runde Fortnite spiele. Ich lehre so viele Hörner wie du. Viele Hörner wie ich. Ach ja, und schon. Oh, jetzt schon bin ich raus. Schon bin ich raus, ey. Verloren. Ich kann mehr trinken als jeder einzelne von euch. Ich raff das nie. Mach dir nichts draus. Die meisten dieser Arschlinge hätten sich eingepisst oder wären umgefallen. Gibt es kein Dieses Wert, Land wird nie aufblühen, will? Solange die Clans sich bekriegen. Ich glaube, wir gönnen uns irgendwann doch nochmal die alten Assassin's Creed-Teile. Wer hätte Freude an einer Göttergeschichte? Auch wenn ich den zweiten überhaupt nicht leiden kann. Es gab immer Krieg, sogar zwischen den Göttern. Als Midgard noch jung war, war Asgard von Zwietracht zerrissen. Die kriegsgeborenen Aesir, die Magie der Vanir verachtend, verstießen gegen die Sitten und mordeten... Wolfsmal, willkommen zurück. Gunnar. Oh, Dr. Tod. Ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag, ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen?
Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Habe ich noch einen Barren dafür übrig. Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Ey, solange du dich nicht so einpischt wie die ganze Zeit Schledorn, ja? Ist mir alles egal. Also nicht, dass du jetzt alle paar Stunden ankommst. Der ist besser wie ich. Der ist besser wie ich. Der ist besser wie ich. Solange du das nicht anstellst, kannst du von mir aus verlangen, was du willst. Ich bring dir alles, was du willst. Aber hör auf zu jammern wie Schledorn, okay? Dann sind wir die beste Freunde. So, wenn du Barren in die Schmiede der Siedlung bringst, kann Gunnar Rüstungen und Waffen damit aufwerten. Dadurch werden Runenplätze freigeschaltet und die Objekte sowie auch ihr Aussehen können weiter verbessert. Dann bitteschön. Ein neuer Runenplatz und neues Aussehen. Okay, die kann dann nochmal verbessert werden. Dazu brauche ich aber... Was ist das? Was brauche ich dafür? Was ist das? Ach, Kupfer-Nickel-Barren. Ein Barren, mit dem überlegene Ausrüstungsstücke zu makellosen verbessert werden können. Gunnar, der Schmied unserer Siedlung, könnte etwas Gutes daraus machen. Kohle-Barren. Und das sind Tungsten-Barren. Okay. Das sollte reichen. Noch etwas? Nee, gerade nicht, glaube ich. Ansonsten könnten wir mal schauen, was er noch zum Anbieter hat. Ich bin fertig. Das wäre erstmal alles. Vorher. Komm jederzeit wieder. Warte mal, ich habe hier noch ein bisschen Fähigkeiten. Knotentypen. Wenn du Fertigkeitspunkte bei Knoten einsetzt, verbessern sich deine Kampffertigkeiten. Werteknoten, Grundfertigkeiten. Fertigkeitspunkte, die Knoten zugewiesen sind, erhöhen deine Stärke. Je höher deine Stärke, desto mehr bist du dafür gewappnet, dich den kommenden Herausforderungen zu stellen. Hallo, hört es doch mal wieder auf. Hallo. Hört es auch mal auf. Das hört nicht auf. Ja, mach ruhig weiter so. Hallo? Ah. Alle nicht verbrauchten Fertigkeitspunkte werden automatisch verteilt. Alles kann jederzeit neu verteilt werden. Nee, lass mal. Was ist das? Schleichen. Plus 1,7 Schleichangriffschaden. Fernkampf. Plus 2,3 Fernkampfschaden. Plus 2,3 Nahkampfschaden. Okay, dann würde ich sagen, ich nehme als erstes Fernkampf. Und Nahkampf. Dann würde ich, was ist das? Plus 5,2 Gesundheit. Ich glaube, das benötige ich am Anfang ganz dringend. Weg des Wolfs verleiht allen Ausrüstungsstücken, die zu Wölfen passen, einen Bonus. Plus 1 Angriff.
plus 3 Betäubung, plus 2 Crit, plus 2 Blocken, plus 1 Rüstung, plus 0,6 Ausweichen, minus 0,3 Gewicht. Ich habe aber momentan nicht so viele Wolf-Ausrüstungsgegenstände. Ich habe bloß die Axt, glaube ich, ne? Was ist das da oben? Nahkampfwiderstand. Widerstand ist, glaube ich, dann reduzierter Schaden von Schleichen. Schleichen könnte ich den Weg des Raben mit dem nächsten Fertigkeitpunkt nehmen. Dann nehme ich das. Und dann kann ich das hier später nach dem nächsten Level dann auswählen. So. Was kann ich jetzt noch machen für Schandtaten? Vorne kann ich, glaube ich, noch mit irgendjemand reden, so wie es aussieht. Und ungeheuer ausgeliefert. So schlug Odin in seiner Weisheit eine Waffenruhe und eine Ehe mit der Kriegshexe Freya vor. Eide wurden geschworen, Hörner gehoben. Und aus der vermengten Spucke der Götter war Kvasir geboren, weiser als Odin höchst selbst. Dies ist derselbe Kvasir, dessen gestohlenes Blut zum Met der Skalden gebraucht wurde. Doch davon erzählt sich so, ein paar Bierchen mitnehmen. Brauch auf jeden Fall wieder eine Mahlzeit, eine vollständige. So, was kannst du? Wer bist du? Das Basim. Ach, wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Ein Spottstreit. Ist quasi so wie dann bei, Monkey Island Beleidigungsfechten auf ein Wortgefecht. Oh je. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Eine schöne Antwort. Der Reim war gut und das Versmaß hat genau gepasst. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Dann sage ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn. Guck ich dir und zerbrech deine Stirn. Mach ich mir bald einen Teller aus deiner Stirn. Dann sag ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn. Ah, eine gute Antwort. Ich hab dich dumm genannt und du hast es zurückgegeben. Du hast mein Thema, Verstand, aufgegriffen. Wenn dir mehrere passende Erwiderungen einfallen, nimm die, die inhaltlich am besten passt. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwart ich, wie's dir dann ergeht. Du bereust schon in Kürze, was du mich gelehrt. Ich habe dich nicht genug gelehrt, wenn du glaubst, dass das passt. Wo ist der Reim? Du zankst voller Können, vortrefflich gemacht. Gekonnt schwingst du Axt und auch Wort in der Schlacht. Danke, Alvis. Diese Lehrstunde merke ich mir. Schluch.
So. Yeah. Da muss ich jetzt mit denen allen noch quatschen. Dann quatsche ich jetzt noch mit denen allen und dann machen wir Schluss bald. Überhaupt. Die Beeren brauche ich auf jeden Fall. Dann habe ich nämlich eine Mahlzeit voll. Okay, passt. Hallo, bin wieder zu Hause. Hey, wer bist du? Was kannst du? Swain. Swain! Hast du ein paar neue Tätowierungen? Ein paar hätte ich schon. Zeig mir, was du stechen kannst. Oh je. Lass mich mal sehen. Wie du willst. Passe das Aussehen von Eivor in der Tätowierwerkstatt von Swain und Toba an. Bringe ein... ihnen kosmetische Entwürfe, um neue Stilrichtungen freizuschalten. Oje, was haben wir denn da? Farbenschatten. Ich, ja, Mann, da sehe ich ja aus wie Alice Cooper. Ich glaube, ich nehme den Alice Cooper. Klassisches Haar. Was habe ich denn noch? Hellbraun. Ne, einen Rotschopf möchte ich keinen. Rasiert möchte ich auch nicht unbedingt. Nicht bei dem Wetter. Ja, dann bleibe ich natürlich blond. Hallo. Ein Bart können wir vielleicht runternehmen, oder? Nee. Nee, da sieht er ja aus wie so ein... Ich glaube, ich nehme das. Ja, das sieht okay aus. Was haben wir hier? Das gefällt mir beides irgendwie nicht. Wirklich. Nee. Und auf dem rechten Arm geht wahrscheinlich auch nur dasselbe wie hier. Okay. Gut. Sonst noch etwas? Dann lasse ich den Alice Cooper. Ich gehe da mal. Bis später, Sven. Gut. So, da hinten ist noch jemand. Dann nehmen wir die Abkürzung hier übers Seil, oder? Das geht, bestimmt. So, und was kannst du? Das ist noch richtig geile Tattoos. Das mag sein, ich hab's nie lange gespielt, das ist es, ja. Hey, kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Das könnte ich. Aber ich will nicht, dass jeder dort rumtrampelt und das Wild verscheucht. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. Okay. Götter unterhalten!
Es ist neu, wo ist denn der? Ey. Tova, du tauschst die Nadel gegen den Pfeil, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr gern doch. Dein Köcher ist leer. Du kannst Pfeile in der Welt finden oder von Händlern kaufen. Ich glaube, ich wäre blöd, wenn ich welche von Händlern kaufen würde, ne? Siehst du, wie ich stehe? Setze deine Füße fest auf den Boden. Nicht weiter als schulterbreit. Atme ein, wenn du die Sehne spannst. Sieh auf den Punkt, den du treffen willst. Nun stell dir vor, wie der Pfeil genau hindurchfliegt und noch viel weiter. Atme aus, dann lass los. Geht doch an das Feuer. Geht doch. Was macht sie denn jetzt? Hallo? Warum brennt sie denn? Was sucht sie denn jetzt da hinten? Da oben ist ja noch einer. Danke, Eivor. Jetzt habe ich etwas für dich. Nein, das ist nicht dumm. Das ist so typisch Ubisoft. Das ist typisch Ubisoft. Siehst du, aufs Auge kommt's an. Danke, Eivor. Als Geschenk könnte ich dir eine neue Tätowierung anbieten, etwas, um deine Narbe zu schmücken. Ein nettes Angebot, aber sie soll sichtbar sein. Oh, ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich kann dich trotzdem tätowieren, wenn du magst. Naja, ich sollte ja eigentlich bloß die Strohpuppen hier treffen und nicht die Dinger hier in die Luft jagen. Ich glaube, das war der Fehler. Ich sollte ja bloß die Strohpuppen hier abschießen und nicht hier den brennbaren Kanister. Und ich glaube, das war der Fehler. Das hat sie getriggert, dass sie nachschaut, was da los ist. Aber es ist halt, ne, typisch Ubisoft sowas. Das sind so Bugs in Ubisoft-Spielen, an die gewöhnt man sich einfach mit der Zeit. Die hinterfragt man dann auch nicht mehr. Den ganzen Tag nicht gewonnen. Das muss sich ändern. Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Okay. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen, mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weg. Würstle. Ortwürstle. Aber ich werde jetzt aufgeheult. Ich weiß, es war heute nicht ganz so lang. Aber Mai, das soll jetzt... Ich habe heute noch was vor, sagen wir es mal so.
Dann sehen wir uns auf jeden Fall. Warte mal, morgen ist Mittwoch. Morgen kann ich es nicht versprechen, ob ich da bin. Ich glaube eher nicht. Aber wenn ich da bin, dann auch so erst gegen 7. Ansonsten spiele mal am Donnerstag, denke ich, mal Fortnite mit Leuten, die eventuell Lust drauf hätten. Und dann spielen wir hier, falls ich morgen nicht spiele, am Freitag weiter. Ich